Okay. Sensor, aha. Schließlich über das Gerücht, dass Projekt Hase in Liquidierungsoperationen gegen nicht-militärische Ziele verwickelt ist. Also Liquidierung quasi, Töten von politischen Feinden unter anderem. Also den Begriff Liquidierung kann man auch in dem Sinne verwenden, wollte ich mal angemerkt haben. Kann ja auch mit monetärer Flüssigkeit zu tun haben, dass man eben Geld hat. Aber kann auch bedeuten, dass man jemanden umbringen lässt. Das sind sehr nette Gehirne, wollte ich angemerkt haben. Na schön. Okay, Schuldatenbeschaffung betreten. Grundlagen der Tests. Für diesen Test müssen Sie alles Nötige unternehmen, um drei Schülerakten von einer durchschnittlichen Highschool zu beschaffen. Grundlegende Sicherheitsprotokolle sind aktiviert worden. Erfolg: Beschaffen Sie. Beschaffen von drei Schülerakten. Fehlschlag: Sicherheitsvorkehrungen halten Sie vom Beschaffen der Akten ab. Schuldatenbeschaffung betreten. Okay. Ob das gut ist? Okay. Erfordert Schlüssel. Dann gehen wir nochmal in diese Richtung hier. Okay, lass mal sehen. Daten, Aufgaben. Finden Sie die drei Schülerakten auf der X8 Schuleinrichtungsterminals. Erfordert Schlüssel. Elektroschrott. Okay, das bekommen wir hoffentlich noch hin. Auf geht's in diese Richtung. Ah ja, die haben die haben einfach Leute ausgebuddelt, um mit denen, naja, diese Versuche zu machen. Naja, Mensch, ist doch moralisch, ist doch für die Wissenschaft. Okay, Aufgaben, Orte anzeigen, lokale Karte. Okay, die müssen wir also wirklich finden. Verdammt. Schade. Unser Pipbau hilft uns nicht unbedingt weiter. Moment, wir müssen die Akten auf den. Ja. Drei Schülerakten auf den Schuleinrichtungsterminals. Ich meine, hier waren wir ja schon. Bla bla bla. Ich kann mich hier nochmal durchklicken, aber. Na, so. Okay, von hier sind wir gekommen. Ich gehe nochmal in diese Richtung hier. Level 1, das sieht auch. Richtig aus, Tür öffnen. Hallo, mein Freund. Aufpassen, aufpassen. Mr. Ordentlich, MK4. Die haben sie echt mit Mr. Ordentlich übersetzt. Das war's mit ihm. Okay. Und was ist das hier? Das sieht ja schon etwas ekelhaft aus. Okay. Die nehmen wir mal mit. Glücklicherweise bleibt sein Inventar unangetastet, auch wenn er vaporisiert wird. Okay. Biomechanische Kombinationsregeln. Wegen der neuesten regierungsbedingten Kürzungen in unserem Budget dürfen nur noch drei Experimente pro Tag durchgeführt werden. Wir haben nicht unbegrenzten Zwingerplatz hier in X8. Nur ein Cyberhund mehr als die, die wir für den Testprozess brauchen, darf erstellt werden. Säubern Sie die Plattform von jeglichen Überbleibseln, bevor Sie irgendwelche weiteren Kombinationsexperimente durchführen. Experimente außerhalb der X8-Einrichtungen sind nicht erlaubt. Schlussendlich, bevor Experimente stattfinden können, muss die Sicherheit deaktiviert werden. Lobotomie und Roboter kombinieren. Bah. Oh oh. Oh Gott. Ach du Heilige! Ich fühle mich so anders, so wach und lebendig, zum ersten Mal überhaupt. Was ist das für eine seltsame neue Welt? Das scheint ihm ja zu gefallen. Was wird ein Träumer wie mich hier erwarten? Wir haben eben ein Monster erschaffen. So viel dazu. Ja. Frankenstein. Was? Kombinierungsbereich säubern. Moment, bevor wir das machen. Dieses Add-on ist so skurril. Und tschüss. Moment, wir säubern das mal schnell. Hat ja keiner gesehen.
Okay, säubern. Oh Gott. Was machen wir denn hier? Kann ich nochmal einen erstellen? Ja, wahrscheinlich nochmal den gleichen. Was? Ist all dies nicht schon einmal geschehen? Dennoch fühle ich mich wie zum ersten Mal erwacht. Was geht hier vor? Was ist das für eine seltsame neue Welt? Das... Es ist schon sehr skurril. Wir haben hier schon sehr, sehr viele merkwürdige Dinge erlebt, aber das ist schon sehr skurril. Haben die echt immer wieder Energiezellen dabei? Dann könnten wir uns ja hier mit Energiezellen en masse zudecken. Okay, Freunde, säubern und tschüss. Bleistift. Aha. Die ist leer. Okay, wir haben noch nicht ganz das entdeckt, was wir suchen, aber wir sind ja hier noch nicht am Ende. Bier! Immerhin. Kann sich sehen lassen. Aha. Spinnt. Yay, 8, 9 Kronkorken. Respekt. Hier können wir auch nicht viel machen. Naja, ich glaube, hier unten werden wir ehrlich gesagt nicht mehr viel entdecken. Metallkiste. Korken. Na. Na. Kann es sein, dass wir durch die Tür gehen können? Also, Moment. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Also schön, dass wir uns das hier nochmal angesehen haben, weil das ist echt furchtbar amüsant und verwirrend zugleich. Etwas perplex, aber hey. Ach Mensch, hier oben. Aha. Ah ja. Yay, Stimpaks. Haarklammer und Redaway. Ganz ehrlich, Leute, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, dass wir uns hier zudecken können. Und zwar mit Gegenständen, nicht mit einer Decke. Mit der ich mich auch sehr gerne zudecke. Na, mein Freund. Der sieht nicht mehr so frisch aus. Kommen wir durch diese Tür hier? Tatsache, wir müssen auch hier rein. Egal, dann haben wir uns nochmal die Station angesehen. Achtung, Schüler! Dies ist die aufgezeichnete Stimme eures Schülerakten. Rektors, Dr. Boros. Ja. Vielleicht kennen Sie mich als leitenden Wissenschaftler der Labore Z9 und Z14. Natürlich. Ich habe tapfer gekämpft, um Klapperschlangen-DNS zu gewinnen und habe sie dahin gebracht, wo sie hingehört. First Place Infiltration. Erster Platz bei der Infiltrierung. Und der Tarantelfalke. Man kann nie zu viel zusammenfügen, wie ich immer sage. Besonders, wenn man einen tollen Käsedorf erschaffen kann. Genug von mir. Ich habe gehört, dass viele von den scheinbar unschuldigen Kindern durch rote Propaganda verdorben wurden. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, die eine sehr ernste Strafe erfordert. Können Sie Strafe buchstabieren? Ich sage Ihnen, wie ich das Wort buchstabiere. Ich bin mir nicht sicher. Todesstrafe. Ich hoffe. Komm schon. Linke Verräter, alle. Das war's mit ihm. Und jetzt werde ich meine bissigen kybernetischen Cyborg-Hunde durch die Gänge schicken, um alle Verräter auszumerzen. Sie können riechen, wer dem Kommunismus verfallen ist. Das okay. Gilt für dich, Betsy Bright. Du wolltest nicht mit mir zum Schultanz gehen. Ja, natürlich können sie das. Oh Mann. Auch die Überwachung in der Halle wird aktiv sein. Wenn du die Klasse verlässt, sorgt sie dafür, dass du ruckzuck wieder an deinem Tisch sitzt. Wenn du aufs Klo musst, wartest du halt bis zur offiziellen Toilettenpause. Okay. Also, ich weiß ja nicht, aber denkt doch mal jemand an die Kinder. Das wirkt nicht sehr sicher. So, dann knacken wir das mal. Signer 3 von 8. Ja! Oh, zum Glück. Ich hasse es, Terminals zu knacken. So. Neue Konfiguration der Zielparameter. Warnung, kein Ziel, Schutz abschalten. So. Zack, abgeschaltet. So schnell kann es gehen, Freunde. Mensch, wirkt definitiv sehr, sehr passend für Kinder. Also.
Oh, oh nein. Mach schon. Ich muss immer in den perfekten Moment nachladen. Oh, na endlich. Ich hänge fest. Hilfe. Hallo, ich kann... Hallo, ich hänge hier fest. Ja, ich hänge hier fest. Geht gut. Ich gehe mal hier in den Werkzeugschrank. Das war mein Finger, der eben geknackt hat. Und ich bin frei. So, Energiezelle. Ja, die kann er gerne behalten. Ja, gut. Brave Hunde, sehr brave Hunde. Metallkiste. Ja, so viel dazu, dass ich ein Herz für Tiere habe. Ich sag Schultestterminal. Oh nö. Schulakte abrufen. Vici, Markus, Zwischenzeugnis abrufen. Vici, ich liebe Bälle, Markus. Englisch 6-, Mathematik 6-, Physik 6-, Geschichte 6-. Fertig. Also, ich meine, wir sind ja hier in Amerika, also... Naja, obwohl, in Amerika wird ja eigentlich mit A bis F gearbeitet. Finden Sie die drei Schüler? Eine haben wir schon. 6-, 6-, 6-, 6-. Das scheint ja nicht sehr gut zu sein. Also ich meine, im Osten, da wird ja andersherum gezählt. Also jetzt nicht generell, sondern im Sinne von Noten. Also da wäre eine 6 eine 1 als Note. Also in unserem Schulsystem. Wobei bei uns ja auch teilweise mit Punkten gearbeitet wird. Ach, ist ja auch egal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Er scheint zumindest keine guten Noten zu haben. Was haben wir hier? Nicht sehr viel. Okay. Elektroschrott. Das sind auch schon wieder Gegner. Bäh. Du bist in der Bibliothek. Hier musst du leise sein und ständig er schwebt hinfort. Status. Moment. Okay, einmal hier. Okay, das hätten wir. Und etwas Erfahrung gesammelt. Ja, ja, wir nehmen das hier mal mit. Aha, aha. Sind hier noch mehr? Ich höre etwas. Okay, aber ich würde kurz sagen, dass ich mal die Aufnahme unterbreche. Ich bin ehrlich gesagt sehr fasziniert von diesem Addon. Das gefällt mir bisher richtig gut. Wenn ich ehrlich bin, es gefällt mir einfach. Es ist einfach nur amüsant hier zu sein und... Ich mag diesen schrägen, obszönen Humor, der gefällt mir einfach. Also die Entwickler, die haben hier nochmal ihren Spaß gehabt. Gut, also ich unterbreche kurz und nach dem Cut melde ich mich direkt wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück nach dem Schnitt. Wir befinden uns nach meinem kleinen Malheur wieder an Ort und Stelle. Und zwar dürfte jetzt auch hoffentlich wieder der Ingame-Sound passen. Wer sich erinnert, also ich werde diese Aufnahme direkt an die letzte dran setzen, deswegen werdet ihr wahrscheinlich gerade einen Schnitt gehabt haben. Ich schneide die Episoden ja natürlich erst später, nachdem ich sie aufgenommen habe. Wir sind immer noch auf dem Weg, und zwar Aufgaben. Schallemitter Upgrade. Finden Sie die drei Schülerakten auf den X8 Schuleinrichtungsterminals. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, denn... Die letzten paar Episoden, beziehungsweise die letzte Aufnahme, die komplette, also die letzten 3 Stunden, die wurden ja von mir persönlich nachsynchronisiert, und zwar die In-Game-Audiospur, nochmal zur Erinnerung. Das wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen aufgefallen sein. Ich habe es ja auch nochmal vor der 3-Stunden-Aufnahme erwähnt. Ich hatte ja nochmal eine kurze Aufnahme davor geschnitten, in der ich erwähnt hatte, dass eben der In-Game-Sound nicht aufgenommen wurde, was eigentlich, naja... Es lag eigentlich an Windows, denn Windows hatte eben mein Ausgabegerät umgestellt und deswegen hatte ich zwar noch Sound, also ich habe noch den Ingame-Sound gehört, aber ihr habt ihn quasi nicht, denn er wurde nicht aufgenommen. Oh, hallo? Das kommt unerwartet. Na, mein Freund. Okay, Militär-Cyberhund. Das sieht schön aus. Okay, ihn hier... Ja, machen wir auch nochmal. Okay. Die kommen anscheinend von hier. Ich speichere nochmal ab. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich hatte einen alten... Okay, Stufenaufstieg. Ich hatte einen alten Spielstand geladen. Und hatte dann nochmal den ganzen In-Game-Sound aufgenommen. Die ganzen Dialoge. Und habe sie dann eben genommen und unter die letzte Aufnahme geschnitten.
Die einen oder anderen werden jetzt natürlich sagen, dass ich das Ganze einfach nochmal hätte aufnehmen sollen, was mir aber nicht direkt möglich war, weil ich keinen passenden Speicherpunkt hatte. Ich hätte also einen wesentlich früheren Speicherpunkt laden müssen und dann hätte uns die Erfahrung aus dem letzten Add-on gefehlt und dann hätte ich das auch wiederholen müssen. Und ganz ehrlich, das wollte ich mir dann auch ersparen, deswegen habe ich mir ganz ehrlich einfach nur den Ingame-Sound aufgenommen, also die ganzen Dialoge und habe das alles geschnitten und es hat wirklich gut funktioniert. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber für diejenigen, die die letzten 3 Stunden gesehen haben oder mitverfolgt haben, besonders in den Dialogen, denen sollte aufgefallen sein, dass es wirklich exakt gepasst hat. Es hat wirklich sehr gut gepasst. Kann der Militärhund mal auftauchen? Während ich hier am Schwadronieren bin. Okay. Wir gehen mal an das Terminal. Ich weiß, ich erzähle schon wieder sehr viel. Ich bin ein wahrer Schwadroneur, aber das wollte ich eben nochmal erzählt haben. Also ja, ich habe nochmal den gesamten Ingame-Sound aufgenommen, separat, und habe den dann unter die letzte Aufnahme geschnitten. Es hat an manchen Stellen wirklich perfekt gepasst, da bin ich sehr stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Also besonders die Dialoge mit den fünf? Ich glaube, 5 Roboter waren es, oder? Ich glaube, es sind 5 Roboter im Big MT. Schülerakten abrufen. Charlie O'Bannons Stundenplan abrufen. Charlie O'Bannons Nachmittagszeitplan. Ballett, Dienstag und Donnerstag, 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Motivationsteam, Mittwoch, 4.15 Uhr bis 5.15 Uhr. Freiwillige Nachhilfe, Montag, 4.15 Uhr bis 6 Uhr. Also, wer geht denn in die freiwillige Nachhilfe? Also bitte. Das ist ja ziemlich unrealistisch. Übrigens schön, dass hier immer noch ein Cyberhund auf uns wartet. Wir haben ja eigentlich schon ein Level-Up, aber weil der Gegner immer noch auf der Karte ist, müssen wir ihn auch erst einmal eliminieren. Verkaufsautomat, ja. Postkrieg-Toaster, vor dem Krieg-Toaster. Hallo? Okay. Sehr spannende... Oh! Na, mein Freund. Also diese ganzen Lobotomiten, die laufen hier auch rum. Oh oh. Komm schon, komm schon. Ja, natürlich. Musste ich mal wieder nachladen. Was denn sonst? Protonenaxt. Meinetwegen. Habe ich noch Stimpaks dabei? Wahrscheinlich. Ah, okay. Ich bin noch etwas durcheinander. Wie gesagt, ich musste ja... Achso, ja genau. Also diese ganzen Aufnahmen, den ganzen Ton wieder aufzunehmen, hat auch gut... Weiß nicht. Naja, nicht ganz 3 Stunden, weil ich habe nicht diese ganzen 3 Stunden nochmal aufgenommen. Ich habe eben primär ab dem Intro aufgenommen. Also wir hatten ja hier vor dem Add-on noch ein Intro. Ab dem Zeitpunkt hatte ich eben aufgenommen. Und auch noch ein paar Soundeffekte davor. Also, ja, ich weiß nicht. Also über 2 Stunden habe ich sicherlich aufgenommen. Und dann das Ganze nochmal geschnitten. Dass der Sound eben wirklich synchron ist. Also synchronisiert im Sinne von, dass eben Bild und Ton übereinstimmen. Na, mein Freund. Ich gehe mal wieder. Okay, Moment, Moment. Wir haben hier nicht zufällig, das ist laut, wir haben hier nicht zufällig irgendwo ein Terminal, denn ich würde gerne das Geschütz hier loswerden. Da drüben ist eines. Okay, das können wir knacken. 3 von 7. However, überhaupt gar keins. Goggles. Sieht richtig aus. Na, so. Jetzt geht der Spaß wieder los mit den Terminals. Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier mal warten muss. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Okay. Englisch. Cutting. Ja. Cutting for YouTube. Locking. Das ist doch nicht wahr. Aber hier kann mich das Teil auch nicht erwischen. Okay, hier haben wir noch ein Protektron. Ich würde ja gerne... hier nochmal rein. Mhm. Crusade. Crafted. Ja, sehr schön. Okay, wir hatten... das hier nun geknackt.
Ja, Kennwort. Big Mountain Forschungsnetzwerk. Neukonfigurierung der Zielparameter. Okay, abschalten. Zack, erledigt. Jetzt. Willkommen auf Stufe 39. Wir werten einmal auf, und zwar Medizin. Schleichen, ja, meinetwegen. Warum nicht? Waffenlos. Sprengstoff machen wir auch nochmal. Nahkampf, und dann vielleicht noch einen Punkt auf. Ja, auf was denn? Gute Frage. Ach, man weiß ja nie. Gut, Stufe 39. Das heißt, die nächste ist auch schon Stufe 40. Diejenigen, die zählen können, denen dürfte das ja wohl schon klar gewesen sein. Aha, da sehe ich sehr viel. Okay. Na, mein Freund. Krankenaufsicht. Natürlich. Früher in der Schule hatte ich auch immer solche Aufsichtsgeräte. Tür öffnen. Am Ende der Halle werden Bälle aufbewahrt. Für Sportskanonen, die Bälle mögen. Wie Richie Marcus. Okay. Richie mag Bälle. Welcher Doktor ist das gerade? Wir hatten ja von dem einen Robohirn schon erfahren, dass er eben, naja, etwas neidisch war, dass die Betsy anscheinend mit dem anderen Typen ausgegangen ist. Oh Gott, der große Blender. Aua. Moment, komm schon. Aua. Ich habe ja ehrlich gesagt erstaunlich viel Schaden genommen. Achso, den hätten wir auch. Sehr gut, dann Trinkbrunnen. Naja, gut, die Radioaktivität erspare ich mir mal. M-O-B-I-U-S. Ach, Möbius. Ach, Mensch. Tatsache, Möbius. Also, das hier ist kein Ö, aber gut. Heißt der im Englischen eigentlich auch Möbius oder hieß er da Mobius? Könnte beides möglich sein. Möbius klingt immer etwas exotisch. Weil es in Amerika eben keine Umlaute gibt. Ein Tor. Na schön, ich bekomme das hin. Aber ich muss noch mal sagen, ich bin schon fast etwas stolz auf mich, dass ich das so akkurat nachsynchronisieren konnte. Es hat an manchen Stellen einfach perfekt gepasst. Also ich hatte quasi, ich will es noch mal kurz anmerken, ich hatte quasi einen anderen Spielstand, einen älteren Spielstand dieses Spiels geladen und hatte auf meinem linken Monitor die Aufnahme laufen und habe dann eigentlich soweit alles rekonstruiert. Also ich habe alles exakt so nachgemacht. Ich weiß, die meisten werden immer noch meine geistige Gesundheit hinterfragen. Es war, ja, ich weiß nicht. Aber es war mir lieber, ehrlich gesagt, dass ich das Ganze nochmal so gemacht habe. Dann ist es eben authentisch genug oder die Authentizität bleibt erhalten. Ihr wisst schon, wie auch immer. Auf jeden Fall, die letzten 3 Stunden wurden hier soweit nachsynchronisiert. Und jetzt haben wir hoffentlich auch wieder Ton für euch. Ich habe das jetzt soweit auch eingestellt, dass auch im Notfall jetzt wirklich Ton ist. Also solange ich Ton höre, dann ist auch der Ton in der Aufnahme. Fertig. Betsy Brights. Unentschuldigte Abwesenheit 7. Störendes Verhalten 3. Rauchen auf Schulgelände. Oh. Kritisch. Achso. So, und jetzt? Erfahrungspunkte. Verlassen Sie die X8 Schuleinrichtung. Okay. Verlassen Sie durch den Ausgang im oberen Stockwerk. Das könnte gefährlich werden. Okay, den haben wir. Komm schon. Oh, na zum Glück. Aber auch wieder interessant. Ich meine, seht euch mal an, wir haben eben erst Stufe 39 erreicht und nun sind wir schon wieder, nun ja, ein gutes Stück weiter. Ach, wir können hier sogar lang. Ich glaube, wir sollen über diesen Weg hier das Gebäude verlassen. Die Einrichtung. Oh, Sie sind beim Einwohnertest. Übrigens, hier ist Boros. Hallo. Oh. Niemand Hallo. Von uns hätte gedacht, dass Sie so weit kommen würden. Ja, natürlich nicht. Nicht mal ich. Initiieren Sie den Wohngebiet Cyberhund Wachtest am X8 Testterminal. Starten Sie den fortgeschrittenen Schultest am X8 Terminal. Okay. Aktivieren Sie den Schuldatenbeschaffungstest. Also. Moment mal. Daten.
Schallemitter Upgrade. Datenbeschaffungstest. Aha. Ach, das ist aber. Okay, ich hatte mich übrigens erkundigt, also wir müssen definitiv X8, X2 und X13 machen, um quasi das Finale freizuschalten. Also wenn wir X8, X2 und X13, wenn wir diese Mission erledigt haben, die Hauptmission quasi aus diesem Add-on, dann können wir direkt schon das Finale hier antreten aus dem Add-on. Und das Schallemitter-Upgrade, das müssen wir anscheinend sogar machen, wenn ich mich nicht irre. Genau, dann sind wir ja hier auch schon in der. Das heißt, X8, also Highschool Horror und Schallemitter Upgrade, die sind gekoppelt. Das war mir nicht wirklich klar. Das mit dem Highschool Horror, das wird mir jetzt langsam auch klar. Mit dem Doktor. Okay, interessant. Na schön. Genau, das ist auch die Waffe, die wir dabei haben, die ich vielleicht mal ausrüsten sollte. Weinen, natürlich. Blaupausen für die Waffen. Aber sehr detailliert hier alles. Das gefällt mir sehr gut. Auch das Ambiente immer. Hier auch mit dem Hologramm. Man muss sagen, also die Entwickler, die haben sich hier echt nochmal Mühe gegeben mit Old World Blues. Und ich habe mich auch X8 Beobachtungsterminal. Ich hatte mich auch nochmal erkundigt im Internet und es ist wohl einstimmig, dass Old World Blues für das beste Fallout New Vegas Add-on gehalten wird. Und das erste Addon, das wir gespielt hatten, das Sierra Madre. Wie ist das Addon? Das erste Addon hieß aber auch nicht Sierra Madre. Das hieß. Gute Frage. So, Moment, Moment, Moment. Ja. Okay, so viel dazu. Egal, wir starten hier mal. Also zumindest das erste Addon wurde wohl. Ja, es hat eben auch sehr viele Spieler gespalten, beziehungsweise die Spielergemeinde. Okay, sehen wir mal nach. Biomechanische Testeinrichtung. Aber das erste Add-on wird im Endeffekt wohl für das schlechteste gehalten und das dritte, also Old World Blues, das wir gerade hier spielen, was auch das längste Add-on ist, wird ziemlich einstimmig sogar für das beste Add-on gehalten. Aber generell waren viele Spieler mit den Add-ons auch etwas unzufrieden. Also kann ich auch verstehen, das erste Add-on. Naja, ihr habt das ja miterlebt mit mir. Also zum ersten Add-on muss ich nicht mehr viel sagen. Das war echt ziemlich grausam. Und das zweite, ja, war in Ordnung. Das dritte macht echt Spaß. Biomechanische Testeinrichtung. Wir hatten kleine Probleme mit einem unserer Y-17 Traumaharnische. Leider erstickte ein Mitglied des X-12 Forschungsteams spät gestern Nacht bei der Arbeit an einem Wildkürbissamen. Aus irgendeinem Grund schaltet sich sein Y-17 Traumharnisch nicht ab. Tatsächlich hat er eine Fehlfunktion, die dazu führt, dass der verstorbene Mr. Harris andere Mitarbeiter angreift. Hast du irgendwelche Prototypen, die du uns leihen könntest, um das zu beenden? Besonders die Mitarbeiter werden jetzt einfach von ihrem ehemaligen toten Mitarbeiter angegriffen. Dezent skurril. Unterstützungsanforderung X12. Ich schicke die K9000 Cyberhund-Pistole rüber. Das sollte reichen. Lass mich wissen, wenn es irgendwelche Fragen zur Bedienung gibt. K9000. Unterstützung gewährt. Wir hatten einen weiteren unglücklichen Zwischenfall. Bei dem Versuch, Mr. Harris Traumaharnisch zu zerstören, rutschte das Mitglied des Katastrophenkontrollteams, das die Waffe trug, aus und verlor dabei die Waffe. Unbewaffnet musste das Team fliehen und das Labor versiegeln. Leider ist dein K9000 Cyberhund-Pistolen-Prototyp im X12 mit versiegelt worden. Wow, was für Profis. Briefbeschwerer, Altmetall. Okay. Ich würde mir das hier gerne noch mal etwas genauer ansehen. Das sieht schon sehr interessant aus. Na gut, diese Texturen kann man nicht wirklich lesen. Aber die Blaupausen sind erstaunlich hochauflösend. Also in Relation gesehen. Okay. Ach, oben links. Sind das gerade pokerspielende Cyberhunde? Und hier im Hintergrund wird ein Hund gekrault von einer Dame. Sit, stay, kill. Schön. Aktenschränke. Mach Sitz. Okay.
Also ja, übrigens das hier kommt wieder zustande durch unser Extra, das, Moment, das ist hier unten, das wildes Ödland, wie ihr seht hier. Also diese bizarre Angelegenheit kommt dadurch zustande und das, und mir gefällt es sehr, dass sie das sogar hier im Add-on eingebaut haben. Also wir sind ja gerade nicht mal im Hauptspiel, sondern nur im Add-on und dass das hier auch, nun ja, mit eingebaut worden ist. Und dieser Raum ist doch total abgeschnitten und die spielen hier einfach Poker. Ja, ich glaube, die mögen es, gekraut zu werden. Aber wer denn nicht? Von dem her. Gehen wir mal weiter. Das ist so skurril. Der Anwohner wurde der nicht aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nochmal unsere Waffen überprüfen. Okay. Die Waffe scheint sehr ordentlich zu sein. Was haben wir hier? Lobotomit. Single Shotgun. Ja, meinetwegen. Sind aber auch schon fast wieder überladen. Da muss ich etwas aufpassen, mich in Acht nehmen. Oh ja! Mein Haustier, Gabe! Ich halte den alten Jungen und die zahllosen Experimente, die ich an ihm in Higgs durchgeführt habe, ganz vergessen. Gabe, du bekommst gleich deine Lieblingsleckerei. Einen Besucher. Freust du dich? Oh oh. Nicht den Besucher essen, Gabe. Nein, bitte. Gabe hat immer, wenn irgendjemand zu Besuch kam, gebellt, geknurrt und gebissen. Darum habe ich seine Beine gegen... Moment. Also, ich weiß nicht, gegen was die Beine ausgetauscht worden sind, aber sein Hundefutter wurde mit Psycho, nun ja, beigeführt. Übrigens, schöne Ansicht, wir wurden gerade von dem mysteriösen Fremden mal wieder beglückt. Was sich auch merkwürdig anhört. Na, ihr wisst schon. Aber eine sehr nette Waffe, muss ich schon sagen. Also, ich wollte nochmal angemerkt haben, das ist sehr skurril, aber es ist sehr amüsant. Ich fühle mich gut amüsiert hier. So, ich gehe mal wieder in die Third Person. Aha. Leere Flaschen. Eine Werkbank sogar und ein Spind. Mit Wein. Okay, Zwingertür. Observation. Wen haben wir denn hier? Okay, nochmal auf den Kopf. Das scheint sehr effektiv zu sein. Der kann hier meinetwegen gerne liegen bleiben. Da ist ein Leck. Oh Gott. Komm schon, gezielte Kopftreffer. Sehr schön. Und ihn noch. Wenn ich mal treffen würde. Okay. Ach, die Glücksfee, Unglücksfee, irgendwas. Er liegt wirklich perfekt da. Lebt er noch? Ah, endlich. Okay, und nochmal einen ganzen Batzen an Erfahrungspunkten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier wieder los ist. Was haben die denn hier gemacht? Ist das eine Hundehütte? Ich weiß nicht. Okay. Jetzt sind wir überladen. Übrigens. Ja, überlastet. Gegenstände. Was schmeiß ich hier... am besten weg. Ich werfe sehr ungerne Dinge weg. Wie man wahrscheinlich weiß. Ach, der kann weg. Der Euclid's C-Detektor, den wir dem Kind abgekauft haben, der ist echt nur ein Kronkorken wert. Respekt.
Dann hat der Junge ein gutes Geschäft gemacht. Na, weg damit. Okay, K9000 Cyberdog Gun, die ich auch mal einsetzen sollte. Na schön, na schön, na schön. Service Rifle. Single Shotgun kann auch weg. Gut, das sollte passen fürs Erste. Ich weiß nicht mal, wo ich genau hingehen soll. Okay. Versandabteilung, ungewöhnliche Lieferung. Dr. Richardson, wir haben gerade die letzte Lieferung Hunde für den Cyberhund-Experimentprozess erhalten. Aber, nun, ganz ehrlich, ich glaube, dass uns unser Lieferant beschissen hat. Die Tiere sind ganz einfach wild. Jedes Mal, wenn wir in die Nähe der Versandzwinger kommen, fangen sie an, grauenhaft zu zischen und, naja, klappern ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Bitte um Anweisung, sollen wir die Zwinger öffnen oder sie einfach zurückschicken? Bitte um Auskunft. So, auf Dr. Richardsons Anweisung haben wir einen dieser Zwinger von unserer letzten Lieferung geöffnet. Der Hund da drinnen, und ich benutze diesen Begriff sehr frei, schien an einem wirklich grauenhaften Fall von Reude zu leiden und bei seiner Freilassung griff er sofort Spezialist Akers an, tötete ihn und versuchte, ihn komplett zu verschlucken. Glücklicherweise hat sich die Situation zumindest für den Moment selbst erledigt, da SPZ Akers ein sehr dicker Mann war und die Kreatur an ihm erstickt ist. Ja, glücklicherweise ist ja niemand gestorben. Oh, Moment. Hat irgendjemand Informationen über diese Lieferung? Bitte um Anweisungen. Versandabteilung verriegelt. Im Lichte der großen Zahl an tödlichen Vorfällen wegen der letzten Lieferung an Experimentstestsubjekten wird die Versandabteilung verriegelt. Ich versichere Ihnen persönlich, dass sobald diese Monsterplage erledigt ist, ich Überstunden machen werde, um ihnen ihre Lieferungen effizient und zeitgerecht zukommen zu lassen. Da ich aber im Moment das einzige überlebende Mitglied der Versandsabteilung bin, kann es zu ein paar Verzögerungen kommen. In der Zwischenzeit hat Dr. Callis in X13 die Zugangskarte für den Bereich. Skippy, einziger Überlebender. Wow, einer hat überlebt. Bezüglich der Verriegelung der Versandabteilung. In unserem letzten Aufseher-Meeting haben wir die möglichen Vorteile. Finden Sie den Schlüssel zum X8-Zwinger. Haben wir die möglichen Vorteile des kleinen Versandfalls besprochen. Wir überlegen, das unerwartete Verhalten der Exemplare zu studieren, indem wir sie in unsere Testgebiete freilassen, bevor wir sie aus der X8-Einrichtung entfernen. Die Versandabteilung wird verriegelt bleiben, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Dr. Adam Figgis, MD, PhD, DVM, DDM, DD, Testaufseher. Was auch immer. Okay. Das waren sehr interessante Informationen. Und wo gehen wir nun lang? Den nehme ich mit. Oh, schön. 9 Kronkorken. Und 3 Simpacks. Das gefällt mir. Oh, Moment. Red X. Nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, Red X und Red Away haben wir in Fallout New Vegas generell noch nicht sehr intensiv genutzt. Also im Gegensatz zu den anderen Fallout-Teilen. Truhe. Ah ja, schön. Sehr nett, sehr nett. Und 2 Kronkorken. Mensch. Okay. Moment, dann haben wir hier drüben noch eine Tür, die wir... Moment. Hier lang? Ja. Exit. Okay. Dann sehen wir mal nach. Ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg, aber wir werden gleich sehen. Hallo? Oh, ein Schädel. Ach, wir sind wieder hier. Jetzt erkenne ich das erst. Moment mal, Aufgabe. Starten Sie den fortgeschrittenen Schultest am X8-Testterminal. Lokale Karte, bitte. Ach, da hinten. Okay. Level 2. Moment. Ach, hier, an dem Terminal, wahrscheinlich. Schuldatenbeschaffungs... Betreten. Grundlegenden Test wiederholen. Fortgeschrittener Test. Für diesen Test müssen Sie alles Nötige unternehmen, um 3 Schülerakten von einem durchschnittlichen Highschool zu beschaffen.
Testgebiet betreten. Nutzen Sie das Feldsteuerungskapazitätsmodul für den Schallemitter, um sich im Gebiet besser bewegen zu können. Protektrons und grundlegende Sicherheitsprotokolle sind aktiviert worden. Okay. Das heißt für mich, verbessern Sie den Schallemitter. X8 Datenbeschaffungstest und Highschool Horror. Finden Sie den Schlüssel zum X8-Zwinger. Schallemitter EM Impulswellen Upgrade erforderlich. Initiieren Sie den Wohngebiet Cyberhund Wachtest am X8-Terminal. Ach du Heilige. Hallo? Achtung Schüler, dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors. Mal wieder. Hier. Schallemitter Daten. EM-Pulswellenmodul herunterladen. Schallemitter EM-Impulswelle freigeschaltet. Der Schallemitter kann Kraftfelder ausschalten. Testen Sie die Schallemitter EM-Impulswellen an einem Kraftfeld. Im Anhang an dieser Nachricht finden Sie die Daten, die ich bezüglich des Effekts des EM-Pulswellenmoduls auf unsere Kraftfeldemitter gesammelt habe. Schicke Ihnen die Prototypwaffe zum Testen. Bitte leiten Sie das an Olin weiter. Sobald Sie feststellen können, wie wir unsere Emitter gegen den EMP-Effekt dieser Waffe isolieren können. Dr. Kellis. Okay. Oh nö. Komm schon. So, ein paar Treffer, mein Freund. Ja. Sehr schön, zwei gezielte Treffer. Okay. Oh nö. Tatsache. Es funktioniert. Schallemitter Upgrade. Oh, die Rüstung hier. Naja. Naja, naja. Lassen wir mal hier. Schrank. Psycho. Kann ich hier mal runter? Ich hänge schon wieder fest. Nein, ich hänge schon wieder fest. Wie in der letzten Aufnahme. Hallo, ich will hier... Ernsthaft jetzt, ich will hier runter. Moment mal, ich... Ich hab Angst. Ja, genau so, genau wegen so etwas liebt man ja Fallout. Komm ich hier nochmal runter, oder? Also irgendwo hier hinten scheint noch ein Gegner zu sein. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? War das direkt davor? Moment mal. So, Moment. Ich kann das hier in der Zeit absehen. Speichern. Ja. So, laden. 64, 55. Ja, das war dann direkt davor. Dann laden wir den hier nochmal. Ich komme da nicht raus. Was soll denn das? Oh, meine Güte. So, jetzt bloß Abstand halten. Okay, Aufgabe abgeschlossen.